Heute gegen 10 Uhr ereignete sich auf der A27 am Walzroder Dreieck ein schwerer Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Pkw und 2 beteiligten Sattelzügen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein niederländischer Sattelzug ungebremst an ein Stauende, schob einige Pkw zur Seite, nahm einen Pkw unter dem Führerhaus auf, schob den weiter. Die 33-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen, die in diesem Pkw saß, verstarb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch am Unfallort. Bei Ankunft der Feuerwehr in Kehling und Walsrode waren 2 Personen eingeklemmt. Eine Person in einem Pkw hinter einem Lkw. Die wurde von der Feuerwehr Kehling gerettet und schwer verletzt dem Rettungsdienst übergeben, ist auf dem Weg nach Hannover. Im vorderen Fahrzeug, welches komplett durch den Lkw zusammengedrückt wurde, stark deformiert wurde, war eine weibliche Person zuerst eingeklemmt. Diese wurde durch die Feuerwehr Walsrode befreit, wurde dem Rettungsdienst übergeben, ist dann leider verstorben.